Ja, einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, zu Gamecom hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Battlefield 3, das Ganze auf kaspische Grenze. Ich möchte an dieser Stelle mal um Verzeihung bitten, denn ich habe vergessen, um links das HUD auszublenden, beziehungsweise auch oben rechts ist die Uhr zu sehen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, es gab ein Update von Playglass, die 5. Version jetzt rausgekommen und da war das standardmäßig leider aktiviert, dass das Ganze angezeigt wird, auch im Video. Finde ich persönlich nicht so ganz nice, aber kann ich jetzt leider auch nicht mehr wirklich viel dran ändern. Deshalb dieses Gameplay mit diesem Overlay. Und ich habe mich jetzt hier gerade hingelegt, wer das gesehen haben sollte, weil ich keine 30 Sekunden vorher dort eingestiegen bin und dort war C4 unten dran. Dumm kann es laufen, das ist mal wieder eine Runde Battlefield. Ich habe hier mal gepostet, dass ich weniger spiele. Die ist jetzt entstanden, eigentlich direkt im Anschluss an eine einmonatige komplette Spielpause. Ich hatte das Spiel gar nicht installiert gehabt, einen guten Monat lang jetzt. Und auch ansonsten immer nur kurz gezockt, weil ich was testen wollte oder was ausprobieren wollte. Also der Score ist, nicht so toll berauschend, möchte ich mal fast sagen. Es könnte für den einen oder anderen etwas langweilig wirken. Aber nichtsdestotrotz, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Das Team war auch relativ nice. Ihr seht schon, wir haben fast alle Flaggen hier eingenommen. Das liegt ganz einfach am Teamplay. Und dass auf dem Server eigentlich keine wirklichen High-Leveler oder Pro-Spieler oder whatever auch drauf waren, sodass ich hier eigentlich komplett ragefrei das Ganze spielen konnte und eigentlich sogar richtig Spaß dran hatte, auch wenn nicht allzu viel passiert ist. Ich meine, dass jetzt mein Chat irgendwie hinten reincrasht, passiert halt mal, aber sei es drum. Na gut, dann kommen wir mal zum Thema heute und das ist nicht irgendeins von euren, das wollte ich eigentlich machen und heute eben hochladen, aber mir ist heute was passiert. Das, denke ich mal, ein Commentary wert sein sollte. Ich gehe nach der Schule immer in den Penny. Wer das nicht wissen sollte, ich wohne in der WG mit meinem Bruder zusammen. Und ich gehe halt nach der Schule meistens in den Penny und kaufe dort halt für den Tag Lebensmittel ein, für Mittagessen, Abendessen und so weiter. Und gehe da eigentlich fast jedes Mal nach der Schule hin, bezahle das Ganze dann und gehe heim. So, wer jetzt denken sollte, was will ich mit der Info? Da ist mir heute was Lustiges passiert, beziehungsweise was Schlimmes eigentlich. Und zwar gehe ich so durch den Penny, sammle mein Zeug ein, pack das so an, trage es zur Kasse und auf einmal sehe ich so einen Typ. Leute, der sah, milde gesagt asozial aus. Er war ungepflegt, absolut unrasiert und ich meine, es gibt ja Leute mit Bart, die sind trotzdem rasiert. Bart muss halt ein bisschen stylen, aber ist ja egal, auf jeden Fall komplett unrasiert. Lange, fettige Haare, komplett Unreinheiten in der Haut, das ist so wirklich, wie man sich so einen klassischen RTL-Zuschauer vorstellt. Und dann aber auch zusätzlich noch Schlabberklamotten an, die waren dreckig, er hat den Jogginghosen, Arbeitshosen an. Ich meine, gut, ist ja alles okay. Ich habe mir erst noch nichts dabei gedacht, habe den Typ gesehen, habe gedacht, okay, meinetwegen, kann er sein, kommt von der Arbeit, hat irgendwie gearbeitet, hat sich schnell umgezogen, wollte sich nichts Tolles anziehen. Ist ja alles okay, kann ich vollkommen verstehen. Ich war auch schon in Jogginghose und etwas ungepflegter dort im Pennymarkt drin, weil man halt manchmal nicht die Lust dazu hat, wirklich irgendwie sich was anzuziehen, irgendwas Tolles und irgendwie sich das noch umzuziehen, weil man halt gerade die Schlepperklamotten anhat, einfach nur noch was Kleines besorgen will oder was weiß ich. Gut, der Kollege war allerdings für einen etwas größeren Einkauf dort und hat auch, was mich eben sehr verwundert hat, nicht gerade die billigsten Lebensmittel gekauft, woraus ich ableiten kann, dass es kein Arbeitsloser oder gar Obdachloser war, sondern ein eigentlich ganz normaler Mensch. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja und, was ist denn halt so besonders dran? Ich gehe also so um die Ecke rum, ich denke, ihr wisst alle, wie das im Penny aussieht oder wie das in Supermärkten allgemein aussieht. Ich gehe also so um das Regal rum, sehe den Typ, denke mir erstmal nicht viel dabei, außer eben das, was ich vorhin angesprochen habe. Komme näher und auf einmal zieht mir so ein Geruch in die Nase. So ein beißender, so ein stechender, ekelhafter Geruch. Und ich habe erst überlegt, wo kommt der jetzt her? Habe ich kurz umgeschaut. Da ist nichts irgendwo ausgelaufen, da ist nichts irgendwie kaputt gegangen, irgendwie durchgeschmort oder whatever. Da ist eigentlich nicht wirklich was passiert oder irgendwas, nichts war zu sehen, was hätte er ahnen können, oder woraus ich hätte ableiten können, woraus dieser Geruch kommt. Und dann gucke ich so den Typ an, möchte an ihm vorbeilaufen und bemerke, der Geruch kommt von dem. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr wisst, wie Pisse riecht, also Urin, aber das war... Nein, das war einfach nur widerwärtig, wie dieser Typ gestunken hat. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, so zu stinken, ob der im Klärwerk arbeitet und dann in dem Zeug gebadet hat oder ob er konstant und einfach immer so stinkt. Ich kann es euch echt nicht sagen, aber es war
der ekelhafteste Geruch, den ich jemals wahrgenommen habe. Ich musste fast kotzen, ja. Und dann ist dieser Typ ungefähr 5 Meter weitergelaufen, danach bin ich in die Kasse eingebogen und ich musste nach dem an die Kasse, weil, was heißt ich musste, aber ich wollte halt, weil ich wollte auch irgendwie schnell nach Hause und hatte nichts mehr, was ich holen hätte können. Bin dann sogar nochmal los, hab nochmal Klopapier geholt, weil, ja, das hätte ich jetzt nicht zwingend mitnehmen müssen, aber es ging auch schon leicht zur Neige, nur damit ich nicht konstant hinter dem stehen muss, aber ja, wie das halt so in den Supermärkten ist. Es ist nicht immer der Kassiererin da, so dass ich doch gezwungen war, mich hinter ihm anzustellen. Und die Route, die er gelaufen war, hat genauso gestunken wie er. Der hat wirklich so eine Duftfahne, möchte ich es fast nennen, hinter sich hergezogen und hat damit den halben Pennymarkt voll geduftet, in Anführungszeichen. Das war wirklich widerlich. Und jetzt kann man natürlich vermuten, ja, was weiß ich, obdachlos oder keine Ahnung, das ist alles völlig im Rahmen und das kann ich auch völlig nachvollziehen, dass irgendwie obdachlose Leute oder Leute, die ja nicht das Geld haben oder whatever, ungepflegt im Penny erscheinen. Aber dieser Geruch, der ist einfach nur ungepflegt. Und die Tatsache, dass er eben mehrere teurere, auch teilweise Markenlebensmittel gekauft hat, zeigt mir doch, dass dieser jemand nicht an Geldmangel leidet und eigentlich in der Lage sein müsste, halbwegs gepflegt dort aufzutauchen, was aber leider Gottes nicht der Fall war. Na gut, ja, ich wollte diese Geschichte einfach mit euch teilen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Theorie. Ich will es dem Kollegen nicht übel nehmen. Ich bin eigentlich einer, der da sagt, vielleicht ist es ja doch irgendwie, gibt es da einen Grund, den ich jetzt nicht berücksichtigt habe. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ich fand das eigentlich relativ lustig und, naja, ekelhaft auch. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen schon mit so Leuten gemacht habt oder auch nicht. Lasst mich wissen, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat und ja, das war's, würde ich sagen. Ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal.